dir das nicht auch? So diese Baustelle, an der du jeden Tag mehrmals vorbeiläufst und das seit 3, 4, 5 Jahren und trotzdem kriegst du nicht den Kick, da ranzugehen oder hast nicht die Idee, wie du die lösen kannst? Wer kennt das nicht? Aber zunächst mal hi und herzlich willkommen bei Mai Bonsai & Koi. Ja, so geht es mir mit einem Teil, was da links neben mir steht. Ich laufe jeden Tag dran vorbei und man nimmt es eigentlich schon gar nicht mehr so richtig wahr. Aber das hat sich vor ein paar Tagen irgendwie durch eine ganz komische Gegebenheit verändert. Aber ich zeige euch erstmal, um was es geht. Hier bin ich gerade noch gesessen auf der zweiten Stufe und das ist die Treppe runter von unserem Wohn-Ess-Bereich in den Garten. Da kennt ihr die Pergola, da kennt ihr meine Terrasse und so weiter und so fort. Und ich hatte es in meinem Spielfilmvideo, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mir nicht selber einen Schatten drauf werfe, hatte ich mal diese Zuckerhutfichte angesprochen. Der ewige Patient, das planlose Projekt. Und ihr seht, ich habe da auch schon mal angefangen, was zu machen. Vor bestimmt 3 Jahren jetzt habe ich mal unten versucht, ein wenig aufzulockern mit Draht. Ich glaube, einmal habe ich den Draht gewechselt. Der dürfte auch an ein paar Stellen sicherlich eingewachsen sein. Und ich habe keinen Plan gehabt, was ich mit dieser Zuckerhutfichte machen sollte. Und dann, ja, jetzt zeige ich euch noch was anderes. Entschuldigt ein wenig die Unordnung da hinten. Das ist so mein Lieblingsplätzchen, ja. Da liege ich mich mal abends, da verbringe ich auch ab und zu mal eine Mittagspause. Und als ich da lag, kam mir der Gedanke. Ja, das ist so die Position, wenn ich hier so vor mich hin döse. Ihr werdet euch jetzt wundern, und was will er jetzt mit diesem Sessel? Ja, der stand vor ein paar Tagen irgendwie nicht so da. Ja, und weil der Sessel verrückt war, also nicht verrückt, sondern verrückt von einer anderen Position, hatte ich auf einmal diesen Blick auf die Zuckerhutfichte. Und ganz ehrlich, irgendwie fiel es mir wie die viel zitierten Schuppen von den Augen. Und es zeigt einfach, dass man sich die Bäumchen immer wieder von verschiedenen Positionen anschauen muss. Ich hatte ja eher die Draufsicht und jetzt hatte ich mal den Blick auf Augenhöhe. Und irgendwie dachte ich mir, hey komm, also zum einen natürlich, ganz klar, ich habe hier unheimlich viele braune Stellen, da muss ich kräftig zurückschneiden. Ich habe nach innen kein Licht in den Baum, aber warum fächere ich das Ding nicht einfach ein Stück auf? Ja, und deswegen habe ich jetzt mal die Zuckerhutfichte an einen neuen Ort gebracht. Und zwar hier auf dem Rasen. Wie ihr seht, der braucht heute unbedingt nochmal einen Schnitt. Und deswegen dachte ich mir, so eine schmutzige Arbeit mit vielen verdorrten Nadeln, mit Ästchen, die man wegmacht, mit Unkraut, was man rausmacht, das mache ich doch einfach hier auf dem Rasen. Und das starten wir jetzt einfach mal. Und so sitze ich jetzt hier an einem wunderschönen, echt mega warmen Tag, Mitte September, auf meinem Rasen und habe dieses Biest, dieses Monster vor mir, hinter dem ich mich auch locker verstecken könnte, und fange einfach mal an. Ja, die wichtigsten Utensilien habe ich da. Ich habe hier meine Konkavschere, ich habe Bürsten, sag ich euch gleich was dazu. Ich habe noch eine kleine Schere und ganz wichtig, meine Drahtschere. Ja, zunächst mal werde ich den ganzen alten Draht wegtun. Eimerchen für die Entsorgung steht bereit. Da drüben, hier habe ich meinen Grünabfallbeutel stehen. Da kommt das rein, was ich gleich komplett wegschneide. Und meine Bürsten deswegen, die Fichte, die ist brutalst vermoost. Das werde ich versuchen, alles, soweit es geht, wegzukratzen, wegzubürsten, wegzuschaben.
Ja, und dann lasst uns noch mal kurz über den Zeitpunkt reden. Ja, die Pikea, die kann man natürlich im Februar, März umtopfen. Aber ein genauso guter Zeitpunkt ist der September, Oktober. Also eigentlich sind wir voll im Fenster. Und deswegen mache ich das jetzt, weil ich will es nicht noch mal vor mir herschieben. Und ich habe auch gelesen, die älteren Bäume, und ich gehe mal davon aus, wir haben hier ein älteres Exemplar, da reicht das alle 10 Jahre mit dem Umtopfen. Es ist jetzt 5 oder 6 Jahre bei mir. Ich tippe mal, wir kommen mit den 10 Jahren schon hin. Das heißt, nachher werden wir den auch aus der Schale holen. Aber ich mache jetzt hier erstmal den Draht weg. Ich mache sauber. Ich fange so ein Stück weit an, auch das, was tot ist, wo mir die Nadeln schon entgegenfliegen, wegzuschneiden. Ich hoffe, es bleibt dann noch was übrig. Und weil das alles jetzt mit Sicherheit ein wenig dauern wird, machen wir das einfach zusammengeschnitten im Schnelldurchlauf. Dann legen wir mal los.
hat hier oben ganz schön an Substanz verloren, die Zuckerhutfichte. Aber ihr habt gesehen, es sind unheimlich viele alte Nadeln gefallen und ich habe hier auch ausgelichtet. Klar, die Maßnahme war erforderlich, um überall hier in den oberen Bereich wieder Licht reinzubekommen. Und jetzt gehen wir auf die andere Baustelle, nämlich die hier unten, die Schale. Ich hatte ja schon, glaube ich, gesagt, dass der Baum wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr umgetopft wurde. Und da habe ich mir folgende Schritte überlegt, um hier wieder insgesamt mehr Leben reinzubekommen. Ich klaue ein bisschen bei Peter Chan von Heron's Bonsai, denn ich werde den Baum zunächst mal in so eine Box reintun. Ich werde ihm eine gehörige Portion Moos gönnen und als Substrat dazu um den Baum die Wurzeln reingebettet, hier dieses ja schon etwas speziellere Substrat für Nadelbäume, Kiriu heißt das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist auch mit einer gewissen düngenden Funktion, ja, also ganz speziell eben ein Substrat für Nadelgehölze. Das heißt, ich hole den Baum jetzt hier aus der Schale raus. Ich werde versuchen, die Wurzeln, soweit es geht, aufzulockern. Bin mal wirklich gespannt, was mich da jetzt erwartet. Und wie immer bei so einer Maßnahme, ach komm, das schneiden wir jetzt auch wieder zusammen, damit ihr da auch einen eigenen Eindruck gewinnen könnt. Ist es jetzt her, seit ich die Zuckerhutfichte umgetopft habe. Und ja, ihr seht, beziehungsweise ihr seht es jetzt nicht mehr wirklich, aber die Vögel haben sich so ein Stück weit über das unter dem dünnen Substrat versteckte Moos hergemacht. Das werde ich mal beobachten. Wenn nicht, muss ich hier irgendeinen Schutz drüber machen. Wenn die das weitermachen, ich werde nachher einfach noch mal ein paar Millimeter Substrat draufschmeißen. Ja, und weiß nicht, aber ich glaube, in der Größe hat man hier noch nie was stehen.
wenn mich nicht alles täuscht, und an einem wunderschönen Nachmittag, ganz ganz Anfang Oktober, sitze ich hier und kämpfe gegen die Sonne, die mir hier gerade genau in die Augen blendet. Aber ich will hier mit euch weitermachen und die Zuckerhutfichte vollends so bearbeiten, dass ich sie dann in den Winter schicken kann. Ja, reden wir mal über den jetzt doch deutlich aufgelockerten Baum, den wir aber noch ein Stück weit weiter auflockern werden. Dazu aber gleich mehr. Ich glaube, wenn ich ihn so drehe, Blick Vorder-, eventuelle Vorder- oder Rückseite, da bleiben nicht viele Optionen übrig. Ich habe hier hinten diesen sehr, sehr, sehr dominanten Ast. Und ihr habt es gerade gemerkt, ich habe gesagt, hier hinten, genauso sehe ich das auch, das ist für mich definitiv eine Rückseite. Und daher werde ich mich jetzt schon, ohne noch lange weiter zu überlegen, mal von diesem Ast hier trennen. Denn der verbaut mir den Blick auf die Vorderseite. Ja, jetzt müssen wir gar nicht viel reden, ja. Also, das ist, lebe mit dem Mangel und versuch das Beste draus zu machen. Ich habe hier wirklich einen sehr, sehr schönen Stamm, der aber dann hier in diese drei Unterstämme eingeht. Der aufgeht natürlich. Ich hoffe, dass mir die Zuckerhutfichte nicht eingeht, sondern dass die mir weiter aufgeht. Ja, und was mache ich jetzt damit? Ich habe hier auch eine recht große, ungrüne Fläche. Und an der möchte ich jetzt anfangen, eine Spur zu arbeiten in Form von sehr, 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 sehr dünnem Draht, den ich zum einen, ich zeige euch das jetzt mal einmal an einem und den Rest machen wir dann im Zusammenschnitt, wo ich beginnen möchte, ein Stück weit die Äste nach unten zu ziehen. Ich wickel das hier ganz lose um die Äste, so mal der Plan, der erste Plan, und dann hole ich mir das Ganze ganz zart, ohne den großen Druck, und in dem Moment natürlich auch diese vielen Öffnungen, Löcher und so an dieser Box hier nutzend nach unten. Ja, so einfach zwei Hintergründe. Hintergrund 1, Formgebung, das ist aber nur der Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist eigentlich weiter noch mehr Auflockerung und noch mehr Licht nach innen zu bringen, um hier schön kräftig was aufzubauen. Und weil das mit Sicherheit 8, 9, 10 so Drähte werden, mache ich die jetzt einfach mal und dann schauen wir uns das Biest doch noch mal an, bevor ich sie in irgendein schattiges Eck stelle und also sie, die Zuckerhutfichte, in ein eckiges, schattiges, eckiges Eck stelle. Also ich glaube, ich habe schon ein klein wenig Sonnenstich, wo sie dann auch durch den Winter gehen kann. We'll be right back.
allein schon der Blick auf den Schatten zeigt doch, dass durch diese Zuckerhutfichte wieder Sonne geht. Das war ja das erste Ziel. Erinnere euch mal zurück am Anfang vom Video, was das hier für eine geschlossene, fast schon Licht und fast schon Wasser, definitiv Licht und fast schon wasserdichte Fläche war. Da haben wir jetzt ganz schön gut was weggearbeitet. Ja, was habe ich noch gemacht? Ihr habt gesehen, ich habe hier die seht ihr jetzt nicht auf dem Video, weil sonst kriege ich den Baum nicht drauf. An den Griffen habe ich eine Plastikverpackung reingetan, damit mir das Substrat hier nicht rausrinnt. Gespannt habe ich, haben wir gesehen, wart ihr dabei. Auch nochmal so ein Stück weit tote Ästchen rausgeschnitten. Das wird ein Job, der wird mich sicherlich noch immer wieder mal begleiten. Ich hoffe natürlich nicht so umfangreich, wie es jetzt bei dieser Bearbeitung war. Denn natürlich hoffe ich, dass der Baum jetzt im Frühjahr so richtig sagt, danke für das neue Licht, danke für das neue Substrat, danke für den Platz, für die Wurzeln. Und ich zeige dir jetzt mal, dass aus mir doch noch was richtig Hübsches werden kann. Das wäre mein Wunsch. Schauen wir mal, ob er in Erfüllung geht. Für jetzt und hier und für dieses Video war es das. Mit der Zuckerhutfichte, die, wenn wir jetzt mal so ein klein wenig in die Zukunft visionieren und Kopfkino machen, wo ich hier unter Umständen natürlich dann noch ein bisschen auf verschiedenen Ebenen eine untere Etage habe, hier vielleicht eine mittlere und hier oben sieht man jetzt gar nicht, also wir werden den Baum weiterhin nach oben wachsen lassen natürlich, hier oben eine schöne Krone. Ich denke, das könnte vielleicht doch nochmal was ganz Interessantes werden, aber es wird Zeit brauchen und ganz klar, ich werde drüber in einem neuen oder mehreren neuen Videos berichten. Ich habe jetzt, nachdem sie 5 Jahre wirklich im Eck gestanden ist, richtig Bock auf die Zuckerhutfichte und stelle sie jetzt, so wie es sich gehört, hübsch in den Schatten. Im Winter schaue ich, also im Winter wird sie draußen überwintern. Wenn es allerdings so wie dieses Frühjahr zweistellig Minusgrade gibt, dann werde ich schauen, dass ich sie irgendwo geschützter aufstelle, weil nach dem Umtopfen möchte ich ihr das nicht über Wochen zumuten. Tja, wieder ein neues Projekt mit einem alten Baum oder mit einem alten Baum aus dem Bestand, mit dem Baum aus meinem Altbestand, so wird ein Schuh draus, gestartet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, und ihr wisst ja auch, da unten drücken Abo, dann wisst ihr auch, wie es, dann erfahrt ihr auch, wie es im Frühjahr oder im Jahr 2022 mit der Zuckerhutfichte weitergeht. Bis dahin oder bei einem meiner anderen Videos sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, genießt den wunderschönen Herbst noch, solange er noch da ist, und wir sehen uns bei My Bonsai & Koi. Und jetzt nochmal ganz kurz, nee, braucht man nicht, oder? Ich habe den Baum, glaube ich, jetzt die ganze Zeit gedreht. Ihr kennt den inzwischen wahrscheinlich besser wie ich. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.